Viele von euch schwanken zwischen dem Samsung Galaxy A40 und dem Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Ein aufregender Vergleich. Ich stelle die unterschiedlichen Daten der Geräte in den Kategorien Design, Bildschirm, Leistung, Kameras, Audio, Akku und Eigenschaften gegenüber. Am Ende des Videos gibt es ein Gesamtergebnis. Schaut euch auf jeden Fall auch die Erfahrungsberichte auf Amazon an, ich habe euch beide Handys unten verlinkt. Design. Beim Punkt Design ist das Redmi Note 8 Pro mit 63 zu 55 Punkten deutlich vorne. Es glänzt hier mit folgendem Vorteil: Spritzwasserfestigkeit. Das Galaxy A40 hat auch etwas vorzuweisen und hat folgende Vorteile: 59 Gramm leichter, 0,9 mm dünner, 7,2 mm schmaler, 16,9 mm kürzer und 27% geringeres Volumen. Bildschirm. In der Kategorie Bildschirm gewinnt das Redmi Note 8 Pro haarscharf mit 60 zu 59 Punkten. Es punktet hier mit folgenden Vorteilen: 10,7% größere Bildschirmgröße, besitzt ein IPS-Panel und zwei neuere Versionen von Gorilla Glass. Das Galaxy A40 hat auch seine Stärken und hat folgende Vorteile: 10,6% höhere Pixeldichte und OLED bzw. AMOLED-Bildschirm. Leistung. Bei der Kategorie Leistung gewinnt das Redmi Note 8 Pro eindeutig mit 86 zu 76 Punkten. Es punktet hier mit folgenden Vorteilen: 22% schnellerer Prozessortakt, 4 GB mehr Arbeitsspeicher, 192 GB mehr interner Speicher, 2 Nanometer kleinere Halbleitergröße, nutzt HMP und 2,6-fach höheres Benchmark-Ergebnis. Das Galaxy A40 kann auch punkten und hat folgenden Vorteil: 256 GB mehr externer Speicher unterstützt. Kameras. Im Bereich Kameras gewinnt das Redmi Note 8 Pro eindeutig mit 70 zu 59 Punkten. Es schlägt sich hier bei folgenden Merkmalen besser: 3,6-fach mehr Megapixel der Hauptkamera, zweifach bessere Qualität der Videoaufnahme, hat einen Blitz mit Dual-LEDs, es speichert Fotos auch im Rohdatenformat und eine Blitz-LED mehr. Das Galaxy A40 hat auch etwas vorzuweisen und hat folgende Vorteile: 25% mehr Megapixel der Frontkamera und 5,6% größere Blende bei minimaler Brennweite. Audio. Beim Punkt Audio sind beide Geräte ebenbürtig mit 58 Punkten. Es gibt hier keine fundamental abweichenden Spezifikationen. Akku. Im Bereich Akku ist das Redmi Note 8 Pro mit 65 zu 57 Punkten deutlich vorne. Es glänzt hier mit folgendem Vorteil: 45% mehr Akkuleistung. Eigenschaften. Im Bereich Eigenschaften kommen beide Produkte auf 83 Punkte. Das Galaxy A40 ist durch folgende Eigenschaft besser: unterstützt ANT+. Das Redmi Note 8 Pro hat folgendes Merkmal vorzuweisen: hat einen Infrarotsensor. Ergebnis. Das Xiaomi Redmi Note 8 Pro liegt in der Gesamtwertung mit 65 eindeutig vor dem Samsung Galaxy A40 mit 55 Punkten. In der Beschreibung unter dem Video findet ihr aktuelle Amazon-Bewertungen und Preise zu beiden Smartphones. Wenn euch dieser Vergleich auf Basis von Spezifikationen gefallen hat, freue ich mich riesig über einen Daumen nach oben. Wenn euch etwas fehlt oder sich ein Fehler eingeschlichen hat, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Lasst mich und alle anderen unbedingt wissen, für welches Handy ihr euch entschieden habt und warum. Ich freue mich über jeden Like. Wenn ihr neue Vergleiche nicht verpassen wollt, abonniert jetzt meinen Kanal und klickt auf die Glocke.